Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Du bist hier auf dem Kanal Gabriele von Wolleholica gelandet. Wolleholica ist eine Handfärberei aus Bremerhaven. Mein Name ist Gabriele und ich erzähle dir heute bei meinem 76. Sonntagsvideo, was wir alles diese Woche so gewerkelt haben. Dies ist eine Dauerwerbesendung. Wir machen natürlich Eigenwerbung. Und ein bisschen Fremdwerbung ist auch mit dabei, denn ich halte dir Strickstücke in die Kamera oder erzähle dir etwas zu einer Anleitung. Das ist dann unbeabsichtigt, beziehungsweise die Stricknadeln habe ich selber gekauft. So, heute bei unserem 76. Video, hier ist mein Fahrplan mit dem Titel Endlich mehr Zeit. Gab ja ein bisschen in meinem Privatleben ein bisschen ist gut, es gab ein Wechsel. Ich erzähle dir was zu meinem Wochenrückblick, zu neuen Projekten, Geschenke, fix und fertige Projekte. Mein Insider, man beachte meinen Hintergrund. Wir haben ein kleines Shop-Update vorbereitet und einen Wochenausblick. So, dann beginne ich doch mal mit dem Wochenrückblick. Letzte Woche hatte ich erzählt, was ich alles so vorhatte und ich habe tatsächlich auch alles hinbekommen. Ich habe gefärbt, ich habe Videos aufgenommen, die Stulpenanleitung Claudia ist schon online, zwei weitere Anleitungsvideos für Socken habe ich auch schon fertig, die sind auch online und ich habe ein Video gemacht zu dem neuen Wolleholica Kall, dem Tuch Ein Tag am Meer. Das halte ich jetzt nicht in die Kamera. Das ist auch online ja gegangen in dieser Woche, jetzt mo ja, letzten Montag. Ich habe so einiges geschafft. Dann hatte ich erzählt, ich wollte meine Fenster putzen, die Gardinen waschen, alle Blumen umtopfen, habe ich alles erledigt. Deshalb auch endlich mehr Zeit. Ich habe Marktvorbereitungen getroffen, wobei dieses Wochenende sollte ja ein Wolf, da hatte ich mich nicht angemeldet, also ist Wolleholica nicht vertreten. Volania wurde ja wegen dem aktuellen Coronavirus abgesagt. Jetzt bin ich ein bisschen bange, weil ich auch in den Marktvorbereitungen stecke für das Hohenloher Wollfest, das am 18. und 19. April stattfindet. Und Berlin am 2. und 3. Berlin, habe ich schon gelesen, findet statt. Oder soll stattfinden. Hohenlohe habe ich noch nichts gehört. Wir werden sehen. Jedenfalls stecke ich in den Vorbereitungen, Ware ist gekauft, zum Teil auch schon gefärbt. Wir werden sehen. Aber ich denke, das ist ein. Also, es wäre schon ein großer Schlag, aber ich denke, das ist ein unternehmerisches Risiko, das man dann halt als Unternehmer in dem Fall auch tragen muss. Aber es wäre schon Panne. Zumal beide Geschichten für mich ein familiäres Heimspiel darstellen. Und neu ist, hatte ich gestaltet, kann man sehen, ich habe mir Wolleholica T-Shirts besorgt. Ziehe ich jetzt an. Neue Projekte. Ich bin, aha, jetzt muss ich mal Pause drücken, weil das ganz da hinten steht. Habe ich natürlich nicht Pause gedrückt, sondern Stopp, muss ich die Videos zusammenbauen. Ich Dusselchen. So, ich habe angefangen, ein neues Projekt, inspiriert von einer Kundin von mir, Iris. Da habe ich ein bisschen was gefärbt. Nicht, dass jetzt Färbeanfragen kommen und so. Da hatte ich letzte Woche Zeit. Oder die letzten Tage. Jetzt beginnt die heiße Phase quasi. Keine Anfragen zur Färbung, die muss ich alle absagen. Also, Iris wollte von The King himself, Stephen West, ein Tuch stricken. Moherino Medley. Und in einer bestimmten Farbe. Und dann hat sie mir einen Screenshot geschickt von dem Tuch. Ich kannte das schon. Und dann habe ich überlegt und überlegt. Und dann habe ich gedacht, ich habe ein neues Projekt. Ich habe ein neues Projekt. So weit bin ich schon.
Ups, geht das natürlich nicht. Wie es halt so ist, wenn es einen erwischt, ist mit einem I-Cord-Anschlag, dann fluppt das. So ein Stück habe ich schon, das wird ja ein Riesentrumm. Und ich stricke tatsächlich aus der Soft, falls jemand in diesem Farbschema, falls jemand nachstricken möchte, die oder mitstricken möchte, dieses Moherino Medley, da habe ich Pakete zugepackt. Die sind auch im Shop, aber passt natürlich auch zu allen anderen Tüchern, Oberteilen, was auch immer, bei denen man farblich abgestimmte Garne braucht. Jedenfalls habe ich mich 3 Tage quasi schwanger getragen mit dem Gedanken, noch ein Projekt, noch ein Projekt. Aber dann muss das, musste. Und dann habe ich angefangen und ihr seht in 2 Tagen so ein Stück mit. Das sind etwas über 160 Maschen in einer Reihe. Lief ganz flott. Neues. Ups. Ich hoffe, es ist keiner vom Sofa gefallen. Neues Projekt. Dann habe ich Geschenke bekommen. Das da. Das Tuch. Ich halte es jetzt nicht näher in die Kamera, weil das ein Teststrick war. Ein Teststrick von Sandra von Maschengedöns und geschenkt bekommen habe ich das von der lieben Kerstin, die hier auch einen YouTube-Kanal hat. Fililu strickt. Fililu strickt. Ich bin ja nicht, ich bin ja kein Fischkopf. Ich komme ja aus Baden-Württemberg und Fililu strickt kommt aus meiner Heimat. Die wohnt da in der Nähe, wo ich mal gewohnt habe, nicht wo ich aufgewachsen bin, sondern wo ich mal gewohnt habe. Schwarzwald, sage ich jetzt mal, das reicht auch schon. Ich bedanke mich bei dir, das ist ein ganz tolles Tuch. Wenn ich habe ein bisschen recherchiert, wenn ich habe keine Anleitung gefunden, ich weiß auch nicht, wie die heißt, weil ich keine gefunden habe, sollte das aber aktuell sein, halte ich das noch mal gerne in die Kamera, auch wenn es eine Fremdanleitung ist. Das ist gestrickt auch aus einem Wollpaket von mir. Da habe ich gefärbt und das, wo ich weiß gar nicht, wo oder wann sie das gekauft haben, hat online oder auf dem Markt. Jedenfalls ist das auch gestrickt aus der Soft. Da hatte ich schon mein neues Tuch angestrickt und dann musste ich feststellen, als ich das da gesehen habe, die Soft, das ist schon geiles Zeug. Total kuschelig. So, jetzt gucke ich noch mal drauf. Das waren die Geschenke. Fix und fertige Projekte. Wie ihr wisst, tue ich mich ja schwer. Ich kriege das dann. Ich habe immer gern UFOs rumliegen. Zum Leidwesen meines Mr. Wollerholiker, der kriegt dann immer die Krise, aber so kreative Projekte müssen dann irgendwie. Jedenfalls habe ich letzte Woche oder ich hatte mehr Zeit, also habe ich mich einen halben Tag hingesetzt und habe mal Fäden vernäht. Die habe ich vernäht, die hingen da auch gar nicht groß, weil das war recht flott. Das ist die Stulpenanleitung Claudia. Die findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal. Könnt ihr gerne nachstricken. Stulpenanleitung Claudia ist wie gesagt online. So, dann habe ich endlich die Fäden vernäht bei, das war meine Weihnachtsfärbung. Das ist die Sockenanleitung Raphael. Wenn ihr die gerne nachstricken möchtet, dazu findet ihr auf oder im Wollaholiker Shop, das ist eine kostenlose Anleitung, im Wollaholiker Shop eine Anleitung, das ist das Sockenrezept Raphael. Hier habe ich die Fäden vernäht, fertig gemacht, die Fäden vernäht. Und jetzt schlage ich das gleich um, kann nämlich dann endlich in die Sockenkiste. Dann habe ich ja ein Sockenrezept Tamino, auch online, hier ein Anleitungsvideo. Da führt auch das Muster außen an den Beinen entlang. Hier habe ich die Fäden vernäht. Ich war ganz fleißig. Dann hatte ich mir ja 3 Paar Sechsfach-Stulpenanleitung
aus 6-fach Wolle 3 Paar Socken gestrickt. Eine Socke oder eine Socke muss ich fertig stricken. Hier, die sind auch alle fertig. Dann habe ich die. Ich habe ja noch so eine Babypuschenanleitung, die habe ich nochmal gestrickt. Also ihr seht, diese Anleitung, die ich da so online fabriziere, das ist nichts, was dann einfach nur produziert wird für Anleitungen. Dann stricke ich das nicht mehr. Nein, ich habe noch ein paar Babypuschen gemacht, 6-fach Wolle, mit dem unten andere Farbe und hier am Rand eine Kraus-Rechts-Rippe. Babypuschen sind fertig. Anleitung zu den Babypuschen findet ihr auch hier auf dem Kanal. Dann habe ich noch Babysöckchen fertig gemacht. Und zu der Anleitung, die ihr auf dem YouTube-Kanal findet, die Stiefelstulpen, habe ich die Fäden vernäht. Also kann ich die auch endlich mal anziehen. Stiefelstulpen sind fertig. Und dann habe ich ja zu andersfarbige Ferse und Spitze stricken, ein YouTube-Video online. Das ist übrigens die Färbung Regenbogen über der Nordsee. Die habe ich fertig gemacht. Dann habe ich ja ein Video, wie man, hier sieht man es vielleicht besser, zweifarbige Bündchen strickt. Die habe ich fertig gemacht. So, das war es noch nicht. Dann habe ich bei meinen Mützen endlich die Fäden vernäht. So, dahin ist die Frisur. Da gibt es eine Anleitung zu. Die ist übrigens aus der Wolleholika Soft gestrickt. Die hier auch. Das ist die Färbung. Geburtstag, Birthday. Und die da, die hatte ich letzte Woche in die Kamera gehalten. Dieses Garn ist übrigens, ist ein Wintergarn, das ist Soft Worsted. Die ist übrigens gerade im Sonderangebot. Wir schaffen Platz für Neues, also wenn du gerne zuschlagen möchtest, du sparst da richtig viel. Soft Worsted ist im Angebot. Und diese Mütze habe ich auch, die hätte ich schon reingehalten. Da habe ich ja in hier das über den Ohren, den Teil über den Ohren nochmal gestrickt mit so Mohairgarn und dann dran genäht. Chris, wenn du zuhörst, ich hatte es dir versprochen. Ich habe, wie gesagt, einfach die Mütze begonnen und an der Kante nochmal Maschen aufgenommen und nach innen gestrickt und dann. Ist nicht so hübsch, aber sieht man ja nicht. Und dann fertig genäht. Das sind 20, 40, 60, 70 Maschen. Du hattest ja das Problem, dass das bei dir rutscht. 70 Maschen, so. Der Maschenmarkierer vom Zählen. Hier ist auf alle Fälle jetzt warm auf den Ohren und die schoppt hinten so ein bisschen runter. Ich habe gerade eben noch ausgemessen, das sind 25 cm, bis ich mit der Sternchenabnahme angefangen habe. Also 25 cm, dann schoppt die Kiste. So, jetzt mache ich den Maschenmarkierer eben mal raus, weil die kommt in die Mützenschublade. So. So, das war das. Und dann habe ich, das habt ihr gar nicht gesehen, dann habe ich noch aus Industriesockenwolle eine Mütze gestrickt. Ganz einfach, eins rechts, eins links, bis oben durch und auch so eine, ups, so eine Sternchenabnahme. Kann man so shoppend sich aufsetzen oder aber umklappen. Also, wie ihr seht, endlich mehr Zeit. Endlich mehr Zeit. Weiter gestrickt oder fertig gestrickt habe ich auch die Socke. Ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, ich war irgendwo da, habe ich dir gezeigt. Das ist auch das Sockenrezept. Das ist auch die Anleitung
oder das Muster von den Stulpen Claudia. Da ist ein Video schon fertig zu socken. Wartet's ab, das geht online. Das habe ich fertig gemacht. Ach, da fehlt die zweite noch, die zweite Socke. Fertige Projekte, also ich war dann doch fleißig. Also ich kann jetzt nicht viel Gestricktes vorweisen. Mein UFO-Donnerstag habe ich erfolgreich verweigert. Ja, okay, ich kann sagen, hier die Parade, das waren meine UFOs, weil noch die Fäden gefehlt haben und an manchen Socken beim zweiten so ein Stückchen oder was. Alles fertig. Fix und fertige Projekte. Kommen wir jetzt mal zum Shop-Update. Jetzt kann ich gar nicht gucken, wie viel Zeit das Video schon hat, weil ich ja unterbrochen habe. Wir haben gefärbt. Ich mache jetzt mal die großen Kisten, die großen Pakete hier. Also wenn du dieses Moherino-Medley auch mitstricken magst, da habe ich so ähnlich wie bei mir Pakete gepackt. Das ist ein Wollpaket Soft aus der Soft und heißt Toffee. Das ist genau das gleiche. Und das Braun ist genau das gleiche. Hier weicht der Ton ein bisschen ab und ich habe ein leicht anderes Blau. Aber die Farben gibt es auch alle einzeln. Also, das ist das Wollpaket Toffee von der Soft. Dann Haselnuss, das Wollpaket Haselnuss, auch aus der Soft. Das Braun ist ein Tacken dunkler. Das ist, habe ich darum Schokoladenträume genannt. Dann habe ich ein Wollpaket Bärenträume, auch aus der Soft. Da bei dem Speckelsstrang ist so ein Hauch ein bisschen grün mit drin, aber wirklich nur so, dass, ach, keine Ahnung, ab und zu mal so ein bisschen bei einer Masche was rausblitzt. Sieht man das? Da hinten sieht man das. Also wirklich nur ein kleines bisschen. Ich nenne das immer, das ist so das kleine Schisslaveng bei den Färbungen, dass es so ein bisschen runter gibt, so ein. Dann haben wir Wollpakete aus der Moin Moin. Das ist das Froschgeflüster. Kann ich mir auch ganz, ganz toll für diesen Moharino vorstellen. Und das nächste Wollpaket ebenso. Das ist das Wollpaket auch aus der Moin Moin, gute Laune. Dann gibt es noch Wollpakete Basic Special Effects. Das heißt Abendsonne. Also drei einfarbige Stränge und Basic und ein Strang Special Effects. Das ist ein Rosé mit ein bisschen graue Sprenkel. Gelb in jedweder Schattierung und Farbnuance ist ja dieses Jahr die Trendfarbe. Letztes Jahr war das Koralle, dieses Jahr ist das Gelb. Also habe ich ein Wollpaket gepackt, das da heißt Zitronenfalter. Über und über kleine Sprenkel. Das ist der Zitronenfalter. Dann, hier habe ich mir lange überlegt, ob ich das nicht Herrengedeck oder so nennen sollte. Aber nein, das nenne ich jetzt Orkan. Da dieses Wollpaket von den Farben sehr energetisch ist, habe ich das genannt Energie pur. Farblich aufeinander abgestimmt, harmoniert, weil in dem Strang ist auch so ein bisschen dieses Fliederfarbene drin. Ist nicht lila, ist eher Flieder. Energie pur. So, und dann habe ich. Das da nenne ich Windböe. Das wäre beispielsweise so ein Zweig oder so ein Pullover mit so einer Blende oder einem kleinen Colorwork hier. Kommt dieses Mint und so ganz zarte Hellblau bestimmt richtig gut.
Und weil das so schön war und ich dann nochmal das so farbig nochmal krachen lassen wollte, habe ich dieses Wollpaket gepackt. Das ist ein ganz dunkles, ich nenne es mal Rotkohl, auch mit einem gelben Strang. Das knallt bestimmt. Dieses Wollpaket heißt Taktraum. So, gibt natürlich auch einzelne Stränge. Bisschen Basic ist in den Shop gewandert. Pink Ahoy, Lila Ahoy und Orkan. Mal die richtige Tasche treffen. Dann haben wir, ich habe ja soft gefärbt, Basic und habe ich noch gar nicht reingehalten, weil da habe ich keine Pakete von gepackt. und ein bisschen soft. Also haben wir auch einzelne Stränge von der Soft. Grün, grün, es ist wirklich ein ganz knalliges, dunkles, sattes Grün. Grün Ahoi und Energie. Dann ist der einzelne Strang, der in dem Wollpaket Beere ist. Und guck mal, hier so ein kleines, so ein Tacken. Energie und lila Plüsch. Der changiert so ein bisschen. Lila Plüsch, das ist dies. Alles aus der Soft. Das ist der Regentropfen. Der ist übrigens auch in meinem Tuch. Rotwein. Und Mitternacht, das ist ganz dunkles, ich mach's mal so, ganz dunkles Blau. Ups. Also Rotwein, Regentropfen und Mitternacht. Einzelne Stränge, die Soft. Und dann habe ich noch gelbe Sommersprossen und rosa Sommersprossen. Also das ist ein Gelb. Bisschen knalliger als in dem Paket und die rosa Sommersprossen. Das ist die Soft. Bislang habe ich noch, das ist die Merino High Twist. Die Merino High Twist. So sehen die Buben aus. Also ganz kräftig durchgefärbt. Das ist der Rotwein und das ist Pink Ahoy. Vielleicht mache ich da ein Grün dazu. Grün Ahoy. Also Grün Ahoy, Pink Ahoy und der Rotwein. Rotwein ist eher so ein Burgunder. Deshalb auch der Name. Froschgeflüster. Und Toffee. Na, so. Das sind beides auch noch Stränge aus der Merino High Twist. Das ist in den Shop gelandet. Shop Update haben wir quasi fertig. Mein Tisch hier ist abgearbeitet und leer. Jetzt gucke ich noch mal. Wir haben ja noch einen Punkt. Wochenausblick. So, was habe ich denn nächste Woche so vor? Ich will natürlich färben für die anstehenden Wollfeste und neue Färbung planen. Dann habe ich so ein bisschen Projektplanung auf dem Zettel und ich werde eine neue Episode zu dem aktuellen Wollholika Karl, dem Tuch, ein Tag am Meer aufnehmen. Natürlich noch so ein, zwei kleinere Videos, damit ich da auf dieser Seite safe bin und nicht wieder hinterher hecheln muss, weil gut geplant ist immer halb gearbeitet und ich will hier Frühjahrsputz machen. Das hat mir jetzt so gut gefallen mit den neuen frisch umgetropften Blumen und den geputzten Fenstern und den gewaschenen Gardinen, dass ich werde mir wirklich jede Schublade etc. pp. Jeder Schrank vornehmen, reingucken, was da drin ist. Alles einräumen, angucken, brauche ich das noch, brauche ich das nicht. Und dann werde ich das, wenn ich das nicht mehr brauche, geht das über einen Deister, wenn wir das schon lange nicht mehr benutzt haben. Und dann werde ich, keine Ahnung, Schubfach, Schrankfach etc. auswaschen und neu einräumen.
Also Ballast abwerfen bei dem Frühjahrsputz. Das betrifft auch hier den Raum hier. Hier werde ich mal durchgehen und gucken, was brauche ich nicht. Und dann geht das weiter. Das ist mein Plan für nächste Woche. Also die Woche ist voll. Ja, dann geht das alles auch wieder seinen geregelten Gang. Ich bedanke mich bei dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir eine zauberhafte Woche. Vielleicht machst du auch Frühjahrsputz oder vielleicht ist dein Frühjahrsputz was ganz anderes. Schreib mir doch unten in die Infobox. Diejenigen, die mir in die Infobox geschrieben haben, Farbideen für Olle Fru, das kommt noch. Das ist noch in Planung. Habe ich nicht vergessen. Ich habe jetzt diese Woche habe ich was Neues gefärbt, was schon länger geplant war und wo ich rumgetüftelt hatte. Und dann ist noch ein Färbeprojekt da und dann kommt alte Frauenpower. Ich nenne es jetzt mal so. Ich wünsche dir auf alle Fälle eine ganz zauberhafte Woche. Bis zum nächsten Sonntag und dann berichte ich dir, was ich alles so erledigt habe. Alte fertige Projekte habe ich ja dann keine mehr, aber mein Mujerino Medley ist bestimmt gewachsen, weil während das Video gleich hochlädt und so, werde ich das nämlich bearbeiten. Danke, bis nächste Woche, deine Gabriele. Tschüss.